Und? Was sagst du? Ich finde, das kommt ziemlich überraschend. Ich weiß, aber überleg dir doch mal, wie großartig es sein könnte. Stella, ich gehöre hierher. Trotz des Streits mit Ansgar. Gerade deswegen. Ich kann nicht einfach aufgeben. Aber ich sehe doch, wie sehr dich das belastet. Und in Shanghai, weit weg von allem. Ich glaube, da könnten wir glücklich sein. Ich kann das jetzt nicht einfach so entscheiden. Das weiß ich doch. Aber übermorgen habe ich mein Vorstellungsgespräch und du könntest mich begleiten. Und dann könnten wir erstmal gemeinsam die Stadt erkunden. Übermorgen? Ja, heute Nachmittag geht mein Flug. Was? Es sind doch nur einige Tage. Komm noch mit, bitte. Stella, ich habe Termine. Die kann ich nicht einfach absagen. Und auch nicht verschieben? Ich nehme meinen Beruf ernst. Ich halte meine Termine ein. Ich kann nicht von jetzt auf gleich alles über den Haufen werfen. Das tue ich doch auch nicht. Was dann? Und? Wie läuft's? Ansgar. Ja, ich hab dich was gefragt. Nicht hier. Also? Und? Wie läuft's mit Carla? Sie überlegt es sich. Ja, was heißt das jetzt? Geht sie nach Shanghai oder nicht? Hab da noch ein bisschen Geduld. Das ist ein großer Schritt. Frau Mann ist jedenfalls Feuer und Flamme. Ach, großartig. Ich will aber nicht die Verwalterin loswerden, sondern meine Schwester. Ja, aber das eine führt zum anderen. Ja. Vertrau mir. Dir. Wusstest du das? Ich wollte dich nicht erschrecken. Nicht so schlimm. Ja, ich wusste davon. Ich freue mich für die beiden. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit Luise in Ruhe gesprochen habe. Und dabei war ich bis vor einiger Zeit jeden Tag mit dir zusammen. Willst du verreisen? Weiß ich noch nicht. Eine Ausnahme machen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dir wünschen soll, Stella. Ja, das weiß ich auch nicht so richtig. Vielleicht, dass dir der Aufenthalt in Shanghai hilft, eine Entscheidung zu treffen, in die eine oder andere Richtung. Ich würde dich natürlich am liebsten hier behalten. Aber da bin ich ja sicher nicht die Einzige. Wer weiß. Naja, Carla, wird es auch nicht recht sein, wenn du bald in China bist. Keine Ahnung. Ach komm, hör auf. Sie hat sich noch nicht mal von mir verabschiedet. Alles andere ist ihr wichtig. Na dann, guten Flug und alles Liebe, Stella. Gott sei Dank, ich hätte wirklich Angst, dass ich dich gar nicht mehr sehen würde. Also, selbst wenn ich den Job annehme, dann komme ich ja noch mal zurück. Naja, und vielleicht ist ja in dem Hotel alles gar nicht so toll. Mal sehen. Guten Flug. Danke. Es wird Zeit. Also, ich melde mich. That's shining like a heart.
Vermisst du sie schon? Wen? Na, wen wohl? Woher weißt du das mit Stella? Sie hat's mir erzählt. Sie ist ja schließlich unsere Schlossverwalterin. Jedenfalls noch. Sie wird wahrscheinlich kündigen, oder? Das steht noch nicht fest. Aber wenn sie sich entscheidet, wegzugehen, also, ich meine, du kannst sie doch nicht einfach so ziehen lassen. Das weiß ich noch nicht. Hast du dir mal überlegt, mitzugehen? Ich soll Ansgar einfach so die Holding überlassen? Vielleicht ist das auch gar nicht nötig. Wie meinst du das? Du weißt, unsere Asienzentrale sitzt in Shanghai. Unsere gesamten fernöstlichen Handels- und Bankgeschäfte. Du könntest sie leiten. Wer sagt das? Ich. Als Wiedergutmachung. Du wärst die uneingeschränkte Chefin. Kein Ansgar. Dafür viel Verantwortung und einen großen Einfluss. Auch was die Geschäfte hier in Düsseldorf betrifft. Also, was meinst du? Hört sich ein bisschen so an, als ob ich abgeschoben werden soll. Im Gegenteil. Wenn man bedenkt, wie viel unseres Cashflows über Asien läuft. Und genau deshalb wird es Ansgar nicht toll finden, wenn ich dorthin gehe. Carla, ich kann mir niemanden für diesen Posten vorstellen, der geeigneter wäre als du. Ich meine es ernst. Und ich werde das auch gegen Ansgar durchsetzen. Also, überleg es dir.